Čili je tady závěr. Máme tady závěr. Takže jsme se přesvědčili, přátelé, o tom, že ten program ranní fitness, jo, když se dělá skutečně celistvě, tak zahrnuje tu komponentu rozklepávání, rozhýbávání, potom bioenergetické prvky, že jo, toho osvobození se od jaksi sedimentů včerejška, ať už jsou to jenom problémy, nebo ať už jsou to psychické takové tlaky, že jo, osobní, vnitřní a tak dále. A potom na závěr tu vyhlazovací složku toho spontánního čigongu, přijímání těch žublů do těla a tu závěrečnou jakoby meditaci. A možností propojit to potom při snídani nebo při dopolední procházce nebo filozofickým životním poradenstvím, že jo. Když jsem vám jako naznačil, že vycházím z filozofií evropských, tradičních, prostě pro nás nauk radosti ze života. Rané řectví, že jo, mínojský kultury, to znamená premediterální evropské kultury, kde ženy byly kněžky a proto ta radost ze smyslu a z plodnosti země i lidského těla byla hlavní komponentou těchto nauk, jo. No a mám to samozřejmě naštudovaný všechno, jo, ty filozofie, jazykovědy, literární vědy, protože když se mluví, tak samozřejmě se argumentuje, vysvětluje a k tomu je potřeba znát ty různý kódy, ve kterých to probíhá, čili jazykověda, retorika učí, co je smysluplný argument vlastně, že? Tak a to můžeme propojovat potom s delšími pobyty, kde potom je i ta složka tý wellness, ne? Já mám teda, že jsem tedy jaksi fyzioterapeut, jo? To znamená, že mám i ty masérské zkoušky na různý hot stone, na ayurveda a takovýhle věci. Mám tu jazykovědu, že jo, tu filozofii a mám to sportovní zaměření, že jsem trenér toho sportu, jako tenis, lyže, a díky tomu, že jsem byl dlouhý roky vrcholovým svědským sportu a celý život jsem jako na to dbál, jo, tak myslím, že ve všech sportech můžu těm klientům, můžu vám poradit, jak vylepšit si koordinaci a jak získat hlavně přístup k tomu, jako, že se ten sport nebo ten pohyb v té přírodě stává jakoby takovou celistvou radostí a není to teda jako ten boj o ten bod jenom, nebo o tu rychlost. Jo. Takže se to dá propojovat do dalších pobytů. Jak říkám, začlenuju tam tu přírodu. A takže takovej pobyt potom je, jak bych řekl, i pro turistiku. Nejkrásnější věc je prostě jít nějakou krásnou krajinou dál a dál a dál a každý den nacházet místo, který je trošku jiný na to, aby se tam dělaly tyhle ty cviky. Jo. A samozřejmě ty cizí jazyky k tomu. Jo. Also ich schließe das ja auch ab, auch auf Deutsch, ne? Also wie ich schon angedeutet habe, ich verdanke diesen ganzen ganzheitlichen Zugang der 80er Jahren in Konstanz, wo ich bei so berühmten Professoren wie Wolfgang Isar, Planck, Egli, die kennt man ja wahrscheinlich nicht, ja, aber den Isar wird man kennen, ja, ein Literaturwissenschaftler, ein Sprachwissenschaftler, Philosophen, die mir also die Mischung von Anthropologie, Phänomenologie
und Strukturalismus in der Konstanzer Literaturschule, Literaturinterpretation, also die berühmte Rezeptionsästhetik von Jauss und Isa. Und da habe ich einmal schlicht gelernt, dass wenn etwas da ist als ein Kunstwerk, und das kann man später auf jedes Werk, jeden Phänomen übertragen, dass es eine Struktur hat, ja, die man erkennen muss, die man zergliedern muss, ja, zergliedern können muss. Und das ist genauso in der Bewegung, da gibt es Komponenten. Und wollen Sie anfangen, Qigong zu machen und stellen fest, der ist keine grundlegende Statik. Ja. Also wird das zerlegt, muss erstmal sagen, der Becken muss korrigiert werden, Brustkorb, Schulter, so weiter, Positionen, das ist schon Physiotherapie. Ohne Ende kann man das machen, ja. Beim Kind ist dann, eine Bewegung stimmt nicht, ne? Kann mit Vorhand spielen. Wo ist das Problem? Ist das Problem strukturell, dass du zum Beispiel keine Rotation im Becken machst? Warum machst du keine Rotation im Becken? Weil du das Knie nicht richtig stellst und so weiter. Und dann am Endeffekt wird dein Schulter kaputt, weil du einfach dich alles, was fehlt von unten, nachholst hier. Ja, okay. Also Bewegung, genauso wie Kunstwerke, haben Komponenten, die haben Zusammenhänge, es gibt dann Reihen von Energieverteilung in den Synergisten und Antagonisten und so weiter. Muskulatur, solche Ketten, die sich bewegen. Ja. Also, das ist die Struktur. Nur dann haben wir Phänomenologie. Das ist das alles, was wir machen, das erleben wir ja auch. Ne? Und wenn wir das Erleben vernachlässigen und nur noch machen, dann werden wir zu Maschinen. Das ist die große Gefahr. Also, ich muss ja natürlich vielleicht langweilig sein, das ist ja kein Vortrag, dann guckt ihr mal immer wieder was anderes. Es ist ja die große Gefahr der modernen Trennung zwischen Leib und Seele, ja, was die großen Philosophen auch schon vorangedeutet haben, wie zum Beispiel Ludwig Klages oder Heidegger und andere, die wirklich ganzheitlichen Zugang haben, dass der Mensch durch den Druck der Technologie, ja, dass der heute getrennt wird in eine leibliche Komponente, er muss so schnell funktionieren, um den Maschinen gleichzukommen, dass er wirklich einfach diese Erlebniskomponente, die seelische Komponente vernachlässigt. Ja. Also er wird wirklich zu einer Maschine, Fitnessmaschine, die sich anspannt und angespannt wird an Geräte, ja, und in eine Art fabrikmäßige Abfertigung, wo es um Sekunden, Minuten und noch computergesteuerte Notation davon also abgeübt wird. Da übt er einfach wie eine Maschine, ja, und dann rennt er wieder weiter in irgendwelche Termine, wo er wieder durch Handys und E-Pods und Internet permanent drangsaliert wird. Ja. Also, das nicht, wir wollen die Übung auch als Erlebnis sehen, dass man das, was ich erlebe in der Seele, soll in der Einheit sein mit dem, was ich mit dem Körper mache. Ja. Wenn ich so eine Treppe hochgehe hier, ja, ist das nicht ein schönes Erlebnis? Ist ja fast ein rituelles Aufsteigen zu einem höherem Teil des Tempels, ne, und in meiner Seele bewirkt das ja was. Ich erhebe mich auch, ja, und so, also diese Phänomenologie, da, wir hatten die Struktur, wie das aufgebaut ist, ne, und wie das erlebt wird, das muss beachtet werden. Ne. Und dann kommt die anthropologische Komponente. Ja, warum eigentlich machen wir das, was da vor uns liegt? Warum machen wir Kunstwerke? Das haben wir untersucht.